Hallo, hier in der absoluten Bettdunkelheit. Willkommen zurück bei Salon Dark. Ja, es hat wieder ein bisschen länger gedauert. Eigentlich hatte ich so einen Bock, nach dem Update weiterzuspielen. Aber dann kam ja Life is Strange 2, besser gesagt, dazwischen. Und, ja. Und hat wieder le gute Real Life. Und ich war ja am Wochenende weg. Ja, ich war weg und war bei meiner Züchterin und bei meinem anscheinend ein von den Knuffelhundi Wuffis wird mein Hund sein davon. Wenn ihr da mal was sehen wollt, könnt ihr gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Ich glaube, das ist unten verlinkt. Müsste eigentlich verlinkt sein, da müsst ihr nichts folgen oder irgendwas. Braucht nicht mal einen Account dafür, glaube ich. Ich weiß nicht, braucht man dafür einen Account? Also bei Twitter kann man ja Sachen lesen, ohne einen Account zu haben. Ich weiß gar nicht, wie das bei Instagram ist. Ich habe davon keine Ahnung. Auf jeden Fall. Schlaf mal einfach. Wir sind im Leuchtturm, ne? Auf jeden Fall, da könnt ihr ein kleines Video sehen. Von den Fluffels. Und ja, und da war ich und das war ganz toll und ich war da auch ganz lange. Ich dachte gar nicht, dass das so lange dauert, deswegen ist alles ein bisschen durcheinander geraten. Und heute ist für mich, ich hoffe, heute ist Dienstag. Ich glaube, heute ist Dienstag. Irgendwie kommt mir alles ganz seltsam vor und ja, und auch aufgrund der Arbeitszeiten, die ich letzte Woche hatte, konnte ich nicht weiter aufnehmen. Und so ist das halt. Aber das geht schon. So. Wir sind gleich bald ausgeschlafen, wir haben uns so Durst und wir sind immer noch im Knochenbruchrisikofaktor 3000 drinne. Apropos, weil ich gerade hier... Ich habe eine neue Maus. Die ist hier. Guckt mal. Das ist die schöne neue Maus. Die ist ganz toll. Das ist nämlich der Nachfolger von meiner Maus, die ich jetzt habe. Da ich versuche, bei derselben Marke zu bleiben und ich die eigentlich wirklich sehr mag, aber die gibt es nicht mehr wirklich. Jetzt wird halt so eine neue Variante davon hergestellt. Die sieht auch voll okay aus und alles. Das Blöde ist... Also das Gute ist, ich habe ein Kabelmanagement. Also das habe ich wirklich. Bei mir sind hinten die Kabel alle komplett fein zusammen und ne, in so einer Büchse. Und dann gehen die da, also Büchse klingt jetzt komisch, sondern alles so, ja, halt in so Schächten. Und unten ist dann halt die Leiste und das ist alles super ordentlich. Also kann man nicht meckern. Das Problem an dieser Sache ist, und hinten sind die an der Wand damit Kabelbinder so festgemacht. Das Problem ist daran, wenn man da mal was Neues hat und ein neues Kabel, musst du alles komplett aufmachen. Die Lust ist nicht groß, das zu machen. Deswegen spiele ich immer noch mit der alten Maus. Und es könnte wirklich sein, also beim Schneiden bei Life is Strange habe ich das gemerkt, weil ich nicht nur simpel irgendwie das Video geschnitten habe, sondern ich musste ja auch zensieren, aufgrund dessen, dass bei Life is Strange man Brüste gesehen hat. Und ich will auf keinen Fall das Risiko eingehen, und Strike und so. Gerade dieser, wir sind komplett erholt aufgewacht. Super. Gerade dieser Nacktheitsstrike da bei YouTube, der ist nicht witzig. Da kann es auch gerne mal passieren, dass man erstmal eine ganze Zeit gar nichts mehr machen kann, gar nichts mehr hochladen kann. Von daher lassen wir das lieber. Und ich zensiere es einfach. Aber da muss man halt ein paar Sachen mehr klicken und machen und tun. Und da habe ich das richtig gemerkt, dass diese Maus leider wirklich sehr kaputt ist. Und Sachen drückt. Da war katastrophal. Es war... Oh Gott, okay, das war im Spiel. Dachte jetzt schon. Jetzt dachte ich schon. Nee, na komm, 2 Stündchen könnten wir nochmal warten. Wir müssen rüber zur Walfangstation, ne? Wir waren jetzt zwar schon nicht mal lange am Desolation Point, aber das kriege ich noch hin. Das ist ja auch nicht... Ach nee, habe ich jetzt geschlafen? Oh. Das war jetzt nicht... wollte ich gar nicht. Ich hoffe wie immer, dass es euch gut geht. Vielleicht habt ihr jetzt ja schon ein bisschen mehr das Update gespielt. Der Felix hatte mich gleich gefragt und Annika und so. Und ich meinte wirklich richtig gut. Macht sehr, sehr viel Spaß. Wie gesagt, ich hatte auch richtig Bock eigentlich zu spielen, aber bin da einfach nicht weiter zugekommen. Ich habe zurzeit eigentlich, also so langsam manövriert sich so mein Gemütszustand wieder in Richtung wieder mehr vom Rechner sitzen. Ich habe auch ganz, ganz viel Lust wieder auf Fallout 76 und so. Aber ich habe, glaube ich, auch zu viel auf einmal wieder auch voll Bock auf WoW Classics tatsächlich. Weil auf einmal ganz viele Leute sagen, oh, bei WoW Classic, da würde ich aber nochmal von vorne anfangen. Und
So für mich, die wirklich sehr, sehr spät mit WoW eigentlich angefangen hat. Ich finde das super interessant. Und renne halt immer alleine durch WoW und kenne viele Sachen halt gar nicht. Und von daher fände ich das mal ganz cool, so mit anderen Leuten. Und da soll ja auch noch das Level ganz anders gewesen sein, gerade halt in Form von etwas schwerer und nicht so schnell. Und das gefällt mir persönlich ganz gut, weil ich finde, das Leveln fand ich gerade am Anfang bei WoW zu schnell. So. Hey! Hui! Jetzt haben wir hier, es ist nicht mehr schwarz, das ist doch schön, oder? Wie sehen Not denn die? taken. Nö, die take ich nicht. Kannst vergessen, dass ich die take. Was ich mal mache, ist mal unsere Lampe vielleicht auffüllen. Das take ich nicht. Auffüllen. Super. Alles klar. Da haben wir die neue Munition. Wäre schon wirklich cool, wenn wir den Revolver finden würden, aber dafür loote ich, glaube ich, zu. Ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Zu wenig? Also, oder ich gucke ja nicht genau überall. Ich gehe ja nicht überall hin. Aufgrund dessen, dass wir eigentlich nur. Ach, jetzt mal. Wir hatten doch Pufferdateien. Guck mal. Wer war denn das? Was? Bumbi? Wer war es? Mit den Pufferdateien, dass es so und so viele gibt, aber wir ja gar nicht mehr so viele offen haben. Und es fehlen. Guck mal, da steht ja sogar, wo das ist. Hier, Ort der Trostlosigkeit. Leuchtturm. Ach so, ja, wir haben. Ah ja, hier war ja gar kein Aurora. Ah ja, wir müssen ja so lange hier bleiben. Ah ja, ich, Moment. Wartet, wartet. Da steht das so, ja. Guck mal hier, Ort der Trost. Wolfsberg, Schluchthöhle. I don't know, wo das ist. Und hier, idyllisches Tal ist der Funkturmhügel. Und der gemischt. Idyllisches Tal gemischt wandern? Jetzt mal ehrlich. Also, wir verpassen hier gerade nichts. Wir müssen auf die. Idyllisches Tal gemischt wandern? Gemischt wandern? Im idyllischen Tal gibt es ein. Wie soll ich denn das hier lesen? Die Karte vom idyllischen Tal. Ich glaube, das ist der Funkturmhügel. Ja, das ist der Funkturmhügel. Und von hier unten kommt man ja runter, ne? Da müsste halt hier das Bauernhaus sein und hier ist die Scheune. Pi mal Daumen, oder? Und hier hinten geht's zum Wolfsberg. Dann ist hier unten ein Gemischtwarenladen. Aber waren beim idyllischen Tal? Doch, 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 wartet mal. Oh, ich war da so lange nicht mehr, ne? Ich glaube, ja, oder war das. Ist das das idyllische Tal? Ich glaube. Wisst ihr noch, wo wir das ein einzige Mal Interloper gespielt haben? Das war, glaube ich, irgendein Bonuspart, den ich gemacht habe. Da war ich hier vorne. Ich so gerade so ein bisschen. Puh, gemischt waren dann. Sagt mir wirklich gar nichts. Aber die diddeln halt auch immer mehr beim idyllischen Tal hinten rum und nicht vorne. So, die haben ja alle durchsucht. Ja, jetzt kam halt keine Aurora, aber dann ist das halt so. Kann man nichts ändern. Können ja mal kurz rausgehen bei dem Wetter. Gucken, ob schönes Wetter ist. Yes. Das ist ja grandioses Wetter. Und dass das da unten, was da abläuft, was man jetzt sieht, das abläuft, das ist mir klar, dass das meine Ausdauer ist und wie lange ich zielen kann. Es ging mir eher, ich habe nämlich nachgeguckt, warum ich dachte, dass wenn man so schräg läuft, kommt dieses rote Warnzeichen, dass man sich was brechen könnte. Wir standen in dem Moment, wo wir geschossen haben, standen wir tatsächlich auf einer Schräge. Und deswegen hatte ich diese beiden Zeichen und war dadurch sehr, sehr verwirrt, aber kein Ding. Ich würde ja sagen, dass das richtig gutes Wetter ist, um loszulaufen, aber wir brauchen halt eine Aurora. Eigentlich könnte man ja sogar die Aurora nutzen. Um gleich rüberzulaufen, oder? Gab es hier irgendwie Eisstellen, die nicht so gut waren? Gab es das hier?
Ich glaube nämlich nicht, ne? Vielleicht kommen wir hier, könnten wir uns hier so runterschlängeln oder so? Das könnte man versuchen, ne? Irgendwie müssen wir jetzt zur Leiche kommen. Komm, wir gehen mal, könnten mal nach ganz oben gehen. Das ist auch immer eine schöne Aussicht. Ja, aber ansonsten ist hier nicht gerade viel los. So, ich lege mal kurz die Waffe weg. Die brauchen wir gerade nicht. Hier liegt nur Metallschrott. Stipp, stipp, stipp. Ja, nee, sonst ist alles supi. Ich bin wirklich, ja, ich bin sehr glücklich und sehr froh und bin nicht mehr... Ja, ich, wie gesagt, das war super, super schön bei der Züchterin. Und warum ich noch nicht sagen kann, welcher von den Welpen meiner ist, es liegt einfach daran, dass, die jetzt gerade erst so richtig ihren Charakter entwickeln und ich gesagt habe, was ich gern haben möchte für einen Hundewurf, so charaktermäßig. Und ich halt einfach nur, da ich sozusagen, ich bin in der wirklich, wirklich wunderschönen Position von den, also sozusagen alle anderen Leute müssen warten oder müssen da Rücksicht drauf nehmen, was ich gerne möchte, weil ich halt sozusagen die erste, ja, Person bin, die da was sagen darf und dann kommen dann die anderen. Das ist halt, ne, im Endeffekt macht es die Sache nicht einfacher, weil ich halt jetzt die Auswahl von fünf Rüden habe und habe mir einfach, das ist halt super schwer, weil die sind alle, die sehen sich alle sehr, sehr ähnlich und die sind alle so gefühlt vom Charakter alle noch total plumpsig und keiner kann richtig laufen und kipp mir mal um und sehen alle süß aus und da, ja, was willst du denn da machen, ne? Was willst du denn da sagen? Also ich nehme den und den und den und ach nee, doch den, so, das ist halt super schwer, also das kann man kaum sagen und da kann man dann halt wirklich in dem Moment nur ein bisschen nach dem Äußerlichen gehen und das habe ich dann gemacht und habe mir zwei Kerlchen ausgesucht. Aber wahrscheinlich, wenn die Züchterin sieht, dass einer von den anderen Kerlchen vielleicht eher die Charaktereigenschaften hat, die ich gern hätte bei einem Hund, dann würde sie mir den empfehlen und dann nehme ich den. Also von daher, ich habe mir einen ausgesucht, der hat eine ganz hübsche Maske, der sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Waschbär, so keine Ahnung, weil der so ganz extrem, es verändert sich das ja total, die Corgis verändern sich ja, mein Gott, das ist wirklich der helle Wahnsinn, man glaubt ja nicht, dass aus diesem kleinen Welpending irgendwann ein weiß-rotes Corgi-Wesen wird, aber nun gut. Und nee, das war super schön und hab mich so ein bisschen aufgemuntert und auch ein paar Sachen, ja, wie soll ich sagen, aus der Welt geschafft, so Ängste, die ich hatte und die Ängste, dass ich keinen abbekomme und dann wieder irgendeinen Anruf bekomme mit nee, doch nicht. Oh, ich trinke einfach mal eine Dose. Wir haben ja einfach nichts zu tun. Wir können nicht mal irgendwie ein Buch lesen oder so. Wir könnten reparieren. Haben wir was zum Reparieren? 93, 95 sieht eigentlich alles ganz gut aus, ne? Kann jetzt irgendwie nicht wirklich sagen, dass hier was sehr kaputt ist. Nee, deswegen und bin da jetzt schon so ein bisschen, ja, ist gut, wenn ich jetzt aufgeregt bin, dann bin ich dann Anfang Juli, darf ich ihn holen? Und dann bin ich da, ich bin da wahrscheinlich genauso aufgeregt. Naja, nun gut, das wird sehr witzig. Eieiei, das wird sehr interessant. Sehr, sehr interessant, aber ich freue mich da sehr drauf. Bis jetzt habe ich noch das Gefühl, das wird ewig dauern, noch bis dahin, aber ich hoffe, wenn ich jetzt schon merke, dass heute schon wieder Dienstag ist, dann denke ich mir, okay, die Zeit vergeht viel zu schnell. Diese Energy-Dinger. Die Erschöpfung für Situationen, okay, da müssen wir mal gucken, könnte man zusammen mit der Adrenalinspritze, ist das eine ganz interessante Angelegenheit. Da geht es einer wahrscheinlich so, wie wenn, als ich noch nicht wusste, dass sie eine Schilddrüsenüberfunktion hatte. Da ist man auch auf Level 9000. Mit dem Energieschub. Ja, wir können halt nur warten. Was soll ich machen, meine Lieben? Wir können denn nur warten. Warten. Warten und schlafen. Und schlafen und warten. Wir können draußen ein bisschen rumrennen. Bringt uns irgendwie alles nichts. Jo. Und so geht das vielleicht ein bisschen schneller. Warte mal, ich will mal kurz abbrechen. Ich habe Angst. Ich will meinen Essensbonus nicht verlieren. Der ist mir wichtig. Mein Essensbonus. Mhm.
Sollte ich vielleicht doch probieren, die Sardinen zu essen? Komm, ich esse die mal. Oh Gott. Dann haben wir wenigstens was zu tun. Dann haben wir wenigstens eine Lebensmittelvergiftung. Aber nicht. Alles gut. Cool, cool, cool. Super, super. Alle chicky. 2 Stunden warten. Oh, ich muss unbedingt auch noch Silent Hill aufnehmen. Es hinkt alles so unheimlich hinterher und nach und... Oh. Gefällt mir alles nicht. Also langsam geht's. So langsam geht's auch essenstechnisch. Ja. Das sieht alles ganz gut aus. Noch irgendwas sehr Schweres. 50. Komm, wir essen mal. Lecker Hund. Ah ne, sind. Ich dachte, das ist Hundefutter. Ich verwechsel immer die Bohnen mit dem Hundefutter. So. Ich habe irgendwie mein. Ich habe mir gestern. Ich habe mich gestern. Meine, ich habe gestern eine Impfung gegen Zecken bekommen. Eigentlich wollte ich nur meinen Impfausweis mal kontrollieren lassen. Ihr habt da mal. Habt ihr einen Überblick über euren Impfausweis? Ich nicht. Ich habe sogar 2 Impfausweise. Ich habe nicht noch den DDR-Impfausweis, den guten roten. Und irgendwann habe ich einen neuen bekommen, aber irgendwann war irgendeine Schwester so sinnig und hat irgendein Impfklebchen da wieder an den alten gemacht. Und der alte ist ja trotzdem wichtig, dass man mal gucken kann. Ne? Und gerade jetzt so zum Beispiel, jetzt wenn man halt zum Beispiel einen neuen Hausarzt hat oder so, dass der nachkontrollieren kann. Oh. Ja, und dann wollte ich eigentlich nur kontrollieren lassen. Und da meinte sie, ja, die einzige, die fehlt, aber freiwillig ist es halt gegen Zecken. Tja. Und mit dem Hintergedanken, dass ich bald einen Hund habe und schon am Wochenende durfte ich mit spazieren gehen. Mit der ganzen Corgi-Bagage. Das ist so süß, das ist so unglaublich süß, wie die wirklich, oh, die sind da durch den Wald spaziert und die laufen dann so alle hintereinander. Kennt ihr dieses Corgi-Video, wo Corgis so hintereinander durch den Schnee laufen und die Herr-der-Ringe-Musik da kommt? Genau, so war das wirklich. Nur, dass es lief keine Herr-der-Ringe-Musik. In meinem Kopf schon, aber es lief keine. Und nach diesem Spaziergang konnte man den Hunden förmlich die Zecken absammeln vom Fell, was ja ganz normal ist. Aber in der Hinsicht dachte ich mir, wäre vielleicht der gar nicht so blöde, sich vielleicht mal dagegen impfen zu lassen, weil ich auch immer gerade, wenn ich dann im Garten rumdudel, auch immer mich angucke und gucke, ob irgendwie irgendwas sein könnte. Deswegen dachte ich mir, mache ich das einfach mal. Und dieser Muskelkater immer danach im Arm ist traumhaft. Ich hoffe, mir guckt kein Impfgegner zu, der kriegt jetzt bestimmt Anfälle. Hallo, ich bin kein Impfgegner. Und ich lebe noch. Auch ein schwieriges Thema. Auch wirklich ein Thema. Hui. Hui. Entweder kannst du mit jemand drüber reden oder halt nicht. So, ja komm, wir legen uns einfach jetzt mal ein bisschen schlafen. Vielleicht haben wir Glück und Aurora ist da. Dann könnte man nämlich auch die das Pufferdatei lesen. Noch ist es dunkel. Noch? Ich habe auch überlegt, ob ich A Plague Tale spiele. Könnte das heißen, ja, wir haben eine Aurora, oder? Warte mal. Wie ist merkwürdig? Haben wir eine Aurora? Ich glaube, wir haben keine Aurora. Was will ich erst spielen, wenn alles andere so ein bisschen, ja, ein bisschen stabiler alles läuft? Kann ich auch noch ein anderes Projekt anfangen? Läuft ja alles nicht weg. Das ist heutzutage immer so ein Ding. Dass man immer denkt, man muss jetzt gleich sofort und eigentlich muss man ja gar nicht sofort, ne? Ah ja, Doppelklick habe ich nicht gemacht. Yay! Ein Hoch auf die neue Maus, die noch nicht angeschossen ist. Supi. Sollte ich noch ein bisschen Wasser hier kochen, ha? Ich dachte wirklich, dass wir eine Aurora bekommen. Das hatte ich
sich ein bisschen dann nach einer Aurora angefühlt. Und es hörte sich so an. Oh je, noch einen Tag durchhalten hier. 30 Tage und 10 Minuten. Cool. Das ist eigentlich nicht so cool. Ich wäre gern weitergegangen. Jetzt ist Totenstille. Tja. Wie mache ich das jetzt? Wartet. Wartet, wartet. Ich esse noch irgendwas vorher. Am besten den Kaffee roh. Komm, ich esse einfach die Erdnussbutter. Yam, yam, yam. Lecker, lecker. Und dann warte ich eine ganze Weile. Das ist vielleicht ein bisschen zu lang. Ja, das Wochenende war bei mir wirklich vollgepackt. Also halt Freitag nach Frankfurt und dann ist da, puh, man schon einiges zu tun hat, wenn man sich dann so alles so vornimmt. So Samstag bei halt so Freunde, so bei, mit dem Felix und so. Und grillen war wirklich, war richtig schönes Wetter. Auch endlich war schönes Wetter. Hier hat es irgendwie nur geregnet. Jetzt ist irgendwie so eine Mischung aus, es ist warm und die Sonne scheint, aber es regnet immer zwischendurch. Das ist auch sehr komisch, aber es hat wirklich tagelang nur geregnet. Und da war es halt mal richtig schön. Ja, und der Sonntag, eigentlich wollte ich Sonntag dann, also ich bin noch bei meinen Eltern vorbeigefahren, aber halt sehr, sehr spät dann und war dann auch sehr, sehr spät zu Hause, weil ich doch länger bei der Züchterin geblieben bin als gedacht. Was dann aber, ich kann wirklich nicht reden und mich hier drauf konzentrieren, das ist fast unmöglich. Aber das war gut. Also, ich habe mich sehr gefreut, da so lange bleiben zu dürfen. Ja, ne? Guten Morgen! Guten Morgen, Desolation Point. Gehen wir mal raus und schnappen ein bisschen frische Luft. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Super! Yeah! Ah, super! Wir können ja mal gucken, wo die Wölfe sind, hä? Oh, das ist voll wirklich schön gerade. Oh, guck dir das mal an. Ach, Long Dark. Die E3 ist ja bald, ne? Da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin mal gespannt, ob ich da so gucken kann, wie die letzten zwei Jahre. Da hatte ich ja mal den Luxus, dass ich ja einfach, ne, das gucken konnte, so wie ich wollte. Ich weiß nicht, wie dieses Jahr es ist. Wie der Werte Arbeitsplan aussieht. Ob der das zulässt. Ich bin gespannt. Und ich bin halt auch sehr, sehr gespannt, was da so vorgestellt wird. Sony ist ja diesmal nicht vertreten. Aber ich wollte gerade wirklich wortwörtlich sagen, dass die Nintendo den Arsch küssen würde. Und dann dachte ich mir, nee, das kann ich nicht sagen. Aber irgendwie schon. Die sollen bitte endlich Animal Crossing. Was sagen das wirklich? Oh. Also ich fände es auch nicht schlimm, wenn es dieses Jahr doch nicht rauskommt, wie sie es angekündigt haben, mit dieser einen Direct, wo sie dann, da haben sie ja erst eine Figur von Animal Crossing für Smash Bros. Angekündigt und dann ja dann Animal Crossing. Weiß nicht, ob das so ein, wie bei Bethesda so ein Ding war. Wollen wir mal eine Runde Holz machen? Komm, wir holen uns mal oben das Altholz. Bethesda hat das ja auch mit der Elder Scrolls 6 gemacht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen um... Jetzt kommt mal alle ein bisschen runter. Hier ist ein bisschen was, aber mehr gibt es nicht so. Und dann nehmen wir das Buch mit und wir nehmen mal das Altholz mit und wir zerlegen mal die Kisten, weil wir was können und Zeit dafür haben. Super. Ja, deswegen, ich wäre nicht böse drum. Ich würde nur gerne... Need anything right now. Weiß nicht, ich würde mich halt wirklich sehr, sehr freuen drüber. So. Kann ich eigentlich... Ich kann da nichts... Doch, kann ich. Holzkohle nehmen. Machen wir erstmal ein Feuer. Und gleich ein Buch nehmen. Und ich bleib bei Stöckchen. So, machen wir Feuer. Ja, mal gucken, was da so... Habe ich irgendwas? Ich habe langsam die Vermutung, Hideo Kojima verarscht uns alle mit Death Stranding. Und das wird ein komplett anderes Spiel, wie es eigentlich die ganze Zeit dargestellt wird. Das fände ich sehr, sehr witzig. Das würde auch zu ihm passen, muss ich sagen. Aber ansonsten...
Ich freue mich halt immer über die ganzen Indie-Titel. Über die freue ich mich immer sehr. Wenn noch was Cooles angekündigt wird. Bei ein paar Sachen, über die hatte ich mich noch vor ein paar Jahren gefreut. So wie Far Cry mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Leider. Wahrscheinlich wird aber wieder ein neues Far Cry angekündigt. Wahrscheinlich ein neues Assassin's Creed. Neues COD. Hey, irgendwas mit Battlefield. Irgendein komisches Sportspiel. Fußball. Natürlich wird Fußball angekündigt. Also, wie heißt das? FIFA? Ja. Damit catcht man mich überhaupt nicht. So, ich muss erst essen. Anna, wir müssen essen. Essen, essen, essen. Ja, essen, essen, essen. Komm, nee, erstmal das hier. Wir haben jetzt gerade genug Wasser. Oh, da geht das Wasser runter. So spontan fällt mir gar nichts ein. Auf was ich mich da freuen könnte. Ja, wie gesagt, Sony ist ja weg. Sony hat ja eigentlich immer nur... Ich hätte gerne was von The Last of Us gesehen. Aber ist er da nicht? Mal ein bisschen können wir noch, ne? 13 Minuten. So. Was Neues von Outlast? Hm. Was ist Cyberpunk natürlich, aber wer freut sich lieber Cyberpunk? Ich fände es cool, wenn Bethesda wieder irgendwas ausgegraben hätte. Aus irgendeiner alten Kiste. Naja, dann ist es halt so. Aber wir sind wenigstens müde. Das ist ja auch schon mal ein großes Träumchen. Das ist sehr viel wert gerade. Man mag es kaum glauben. Wir essen Kondensmilch. Hm, lecker, lecker. Kondensmilch. So, ich habe nämlich keinen Bock. Ich mache jetzt noch in dem Part hier eine Nacht. Und wenn es dann nichts wird, dann wisst ihr, wie es läuft nämlich. Dann fange ich den nächsten Part erst dann an. Sobald wir eine Aurora haben. Dass wir hier nicht ewig abdümpeln. Ist aber auch manchmal ein bisschen schwierig, ne? So. Wir haben... sind zwar müde, obwohl es noch nicht so spät ist. Ah, hu. Haha, hu. Mhm. Wirklich Panik, meinen Bonus zu verlieren. Nicht gut. Mm, Doppelklick. Yay! Oh. Ansonsten sieht alles gut aus. Schlafen. Ich habe auch überlegt, wie alt diese Maus ist. Die ist schon mindestens 3 Jahre, 4 Jahre. Oh, ja, wir haben Aurora! Wup, wup. Sehr gut. Oh, ein Traum. Oh, ich dachte schon. Habe ich die jetzt weggepackt? Natürlich. Es hat eine Überlegung wert, gleich rüber zu rennen. Also nicht in dem Part, aber... Da ist es. Computer. Erdbebenaktivitäten im Zoo. Im Sockel bildet sich ein dünner Riss. Wir müssen wieder ein Team losschicken, um das zu reparieren. Und zwar schnell. Die kleinen Erdbeben haben die Lampe zum Glück nicht zu stark erschüttert. Sodass sie keine Ausfallzeiten hatten. Da geht es ja um den Leuchtturm selber. Guck mal an, die hatten kleine Erdbeben. Ist natürlich interessant. Ich meine, wir haben jetzt noch einigermaßen sehr viel Zeit, ne? Als er gerade erst angefangen hat. Ich glaube, ich überlege, ob wir gleich rüberrennen zur Walfangstation da und dort die nächste Pufferdatei mitnehmen. Ich hoffe, das geht gut. Wir haben eine Taschenlampe dabei. Das sollte eigentlich gehen. Eigentlich wäre da nur, wenn das Eis dünn ist. Aber guck mal einfach mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei So Long Dark. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. This is me against the world.